Hehehe, euer Lieblingscutter hier. Heute gibt es für euch den Penkenmeister Imposter als Eraser. Wenn ihr euch denkt, Mann, der kann besser Rollen löschen als die blaue Seite eines Radiergummis die Tinte, dann daumt das Video positiv und lasst ein Abo auf dem Kanal da. Ich kann einfach das machen. Ewig lang rum. Okay, viel Spaß, viel Spaß. Bevor wir Buzzer töten müssen. Hey, ich bin das Kind, Simon. Ach, wir sind Bose. Okay. Ja, keine Ahnung, wen ich erwischt habe gerade. Aber ich habe jemanden erwischt. Ich bin zum ersten Mal Razor. Ich kann Leuten die Rolle klauen. Indem ich hier drauf drücke und nach dem nächsten Meeting verschwindet ihre Special Crewmate Role dann. Die Frage ist als Eraser, wie ist das jetzt? Kann ich auch einen Imposter erasen? Das weiß ich gerade gar nicht. Wir finden es raus. Oder funktioniert das nur beim Spy? Oh, zwei Leute sind tot. Dann kann ich ja schon mal. Wieso hast du nicht reportet, Matteo? Weil er Spy ist. Er ist Spy. Also erstmal vielleicht. Also erstmal, ich war in Camps. Dann bin ich von Camps weggegangen, hab die Leiche gesehen und bin einfach straight weiter geradeaus gelaufen. Chantau kam mir entgegen, das stimmt. Aber ich hab nicht gekillt, aber ich wollte halt einfach. Keine Ahnung, ich report einfach nicht mehr seit letzter Zeit. Keine Ahnung. Aber also hä? Ja, ich laufe dann immer noch so ein bisschen rum. Das ist bei mir echt normal. Aber okay, ich kann verstehen, dass ihr gereportet wurde? Sus seid. Direkt vor Electrical. Okay, danke. Lesk, sag du auch mal was. Ja. Ja, ich bin aus der Tour raus. Ich bin nach rechts gelaufen, Licht ist ausgegangen. Dann habe ich Unge und Timid gesehen. Timid, nee, dich habe ich nicht gesehen, aber Timid habe ich gecrossed. War Unge auch da? Ja, ja. Ich hab Babysitter gespielt diese Runde. Ich bin auch rumgelaufen, Licht ist wieder angegangen, aber ich bin trotzdem reingelaufen und Dona liegt da. Ich hab aber Matteo und Chantau tatsächlich beide nicht gesehen, deswegen weiß ich gar nicht, worüber die gerade reden. Es war so. Ich bin. Ja. Gibt's Lifeline-Infos? Sag jetzt, lass mal Chantau und dann sag ich euch, warum ich es nicht gewesen sein kann. Könnt ihr eure Story bitte mal ausführlich erzählen so? Ja, genau. Ich habe die gleiche reported, warum redet ihr drüber? Ich wollte ausreden lassen. Ich bin von rechts reingelaufen in Electrical. Für mich sah es so aus, als ob der Kill super fucking frisch war. Tatsächlich noch umgefallen ist. Und dann ist halt Mental einfach durch mich durchgelaufen, aus Electrical raus. Und dann bin ich, weil ich so fucking verwundert war von Mental gerade, in die Camps gelaufen, weil ich dachte, da wäre noch irgendwas passiert. Also ich bin gerade links in den Camps, Mental ist rechts über Storage wahrscheinlich irgendwo und Flesk ist gerade von rechts rangelaufen und hat reported. Ich habe Lifeline-Info, der Kill ist nicht frisch. Dona war schon tot. Shorty ist sehr frisch. Dankeschön. Okay, gut. Aber dann ist er noch verwirrender, weil die Kamera unten vor Office an war, vor ungefähr 15 Sekunden. Genau, 20 die Sekunden. War die ganze Zeit an. Sprich, da war ja schon jemand lange in den Kameras. Und wenn du das gewesen bist, dann haben wir jetzt ein kleines Problem, weil dann musst du gesehen haben, was war. Es muss Matteo gewesen sein. Nein. Ich war die ganze Zeit in den Kameras und das war nämlich mein. Ich meine, dass du in den Kameras warst. Das meinte ich. Und damit bist du auch offensichtlich der Mörder-Mental. Aber der Kill. Der Kill liegt on-cam. Der Kill liegt on-cam vor Elektro. Kamera an war. Ich kann nicht töten, wenn die Kamera an ist. Ich war das nicht. Ist, glaube ich, Jester. Nein, ich bin auch kein Jester. Oh mein Gott. Wir können Spy sein. Nee. Also, Timid ist schon mal 100% safe. Leute, er hat nur zwei Votes. Der Kill liegt über dem Stromkasten. Das ist für mich sehr wenig. Ja, über der Tür vom Stromkasten, genau. Ist er? Kind, komm. Ich weiß nicht, ob er. Ich glaube, Matteo ist der Spy, richtig? Ich glaube, Matteo muss fast der Spy sein, weil Chantau wollte ich erasen und es hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Oder? Oh, doch. Scheiße. Ich kann den Spy erasen als Eraser. Chantau ist ein normaler Crewmate jetzt. Oder hab ich. Kann man einen Imposter erasen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Dass ich jetzt mit dem Imposter jetzt auch töten kann, kann ich jetzt auch den.
Das wäre natürlich bitter. Das wäre natürlich bitter. Ich hab. Also, ich hoffe, dass Matteo nicht das weiß. Kids, wir finden es raus. Ich race ihn auch einfach. Ich weiß nicht, ob man. Ich glaube, ich kann meinen Boss-Kollegen race. Ich mach einfach beide weg. Scheiße, und da wissen die ja. Nein, da wissen die nach dem Meeting ja, aber wer es ist. Ich glaube, schon Dao kann ich so oder so schon mal wegmachen. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich schwöre, ich dachte, ich kann nur den Spy raisen und hab schon Dao erwischt, aber ich glaube, ich habe meinen Boss-Kollegen geraisen. Oh fuck. That's not good. That's not good, my friends. Die werden mich halt, das Problem ist, die werden mich natürlich jetzt auch hart verkaufen, sobald ich da reinkomme. Also die wissen ja, wer, die wissen ja, dass ich's bin. No! Scheiße. Oh, oh, oh. Wer ist gerade in Specimen? Hello, da sind mehrere Leute drin. Ja. Also Timid wollte reingehen. Timid war schon. Ich war schon drin, ja. Hä? Du bist aus der Schleuse wieder raus, Timid. Ja, weil ich musste nicht runter, weil ich schon drin war. Er war nicht drin. Ich bin von oben in Specimen rein, also von Lab. Ah, okay. Und Timid war nicht in Specimen. Nee, war ich auch nicht. Okay, ja. Ich bin in Specimen. Ich habe zwei Infos. Jan liegt tot vor Admin. Mhm. Unge ist mit mir, glaube ich, links in Office reingekommen, beziehungsweise war schon vorher drin. Mhm. Ich dachte, du wärst von rechts reingekommen. Warst du nicht alleine? Ich bin von links rein. Aber warst du alleine? Ja, genau. Ich habe gecheckt. Wir sind beide von rechts reingekommen. Nee, ich bin also, von links reingelaufen. Du kommst von rechts. Ich dachte jetzt am Ende. Am Ende jetzt. Aber Chantau, war Lifeline schon tot, als du drin warst? Ja, ich bin dann runtergelaufen, hab gecheckt, wo halt Leute bei Admin waren und dann lag halt da. Ich würde ganz kurz gerne was nachfragen. Wir haben ja offensichtlich, also kein Camouflage drin. Es wurde niemand augenscheinlich gemorpht bis jetzt. Genau. Hat jemand von eurer Rolle verloren? Ja. Ich wurde erased. Genau, ich wurde erased, wollte ich noch sagen. Und Shorty war Engineer. Die ist was ganz warst am du für eine Rolle, Chantau? Ich war Spy. Deswegen frage ich mich gerade, warum ihr mich nicht getötet habt. Weil ich bin jetzt nicht sicher, wenn ich erased werde. Ihr seid jetzt weiß für die anderen. Ja, du bist jetzt weiß für die Imposter, Chantau. Ja, das habe ich nämlich gefragt. Ja, aber warum sollten sie dich dann töten? Die wissen, dass du nur ein normaler Crewmate bist, hä? Ja, okay. Anyway, Shorty war Engineer. Aber dann wissen wir nicht, dass jemand die Rolle annimmt. Wenn er jetzt sagt, er ist Spy und sonst niemand Spy callt und wir wissen ja, dass es einen Spy auf jeden Fall gibt, dann ist doch das 50-50 mit Matteo noch da. Also kein 50-50, aber Chantau hat gegen Matteo geschossen. Ja, aber weil Chantau... Stimmt. Ja, ich dachte, der Kill war super frisch, aber ihr habt ja gemeint... Also erstmal, der Kill war nicht frisch und die Kamera war die ganze Zeit an. Und ich war gerade eben in Specimen drin, das kann Timmy bezeugen. Ja, das stimmt. Ja, das kann sogar ich bezeugen. Das Problem ist halt auch, dass du noch Jester sein kannst. Ich bin der Jester, den ich gemacht habe. Er kann Jester sein, aber es ist mega weird, dass er nur zwei Votes hatte und ich hatte auf Matteo drauf gewotet. Sprich, ich weiß halt nicht, wer der Zweite war. Wir haben beide gewotet. Wir haben wieder beide gewotet. Nee, diesmal habe ich nicht gewotet. Ich habe geskippt, weil ich nicht mehr weiß, ob er Jester ist oder nicht. Shorty war auch Engineer immer noch, ne? Shorty war Engineer. Leute, die Kameras waren die ganze Zeit an. Ja, den Kill hast du nicht gemacht, aber den ersten Runde hast du nicht gemacht. Nein, den davor, ich rede vom davor, den. Okay, ja. Ich kann meinen Imposter-Kollegen nicht erasen. Ich habe einen Spy, kann ich aber erasen, was natürlich mega nice ist. Das Problem ist... Wollen wir mal gucken... Okay, gut. Wir haben natürlich den Killcooler hätten wir runterstellen müssen, weil wir auf Polus sind. Die Tasks sind natürlich extrem weit vorne. Wir müssen jetzt, glaube ich, auch gut reinhalten. Ist hier Lifeline.
Schon über ein halbes Jahr bist du mein tägliches Abendprogramm. Ja, lass uns danke für die gute Unterhaltung während der Quarantäne. Naja, ich weiß ja nicht. Also, es kann natürlich unlucky sein, aber du bist halt genau unter Labor an der Wand vom Vent gekommen. Mhm. Okay, Unge ist gestorben. Unge ist gestorben. Ich bin rechts raus, weil Unge vorher rechts raus ist. Bin auch umgelaufen. Nee, stimmt gar nicht. Das ist nur links raus. Nee, Unge ist im Office, steht er. Also liegt er. Ach so, ja, aber dann. Dann bist du einfach im Office gewendet hoch und dann dachtest du dir, ich geh mal unter dem Labor raus. Matteo? So, warte mal ganz kurz. Matteo? Ja. Ja, Unge hat sich an eine Person gehalten in der Runde. Ich lasse dich mal erraten, wen. Matteo? Hä, keine Ahnung. Ist der nicht mit Timmits rumgelaufen lange? Wovon redet ihr gerade? Achso, also ja. Ich war in der Lifeline. Matteo und Unge sind an mir vorbeigelaufen. Unge ist gestorben, aber ich bin nach rechts raus, weil das Licht ausgegangen ist und hab nicht so drüber nachgedacht. Aber wenn am Office Licht, dann kann es fast nur Matteo gewesen sein. Okay, das ist interessant. Ich bin überhaupt nicht im Office und ich war da auch. Hä? Mit wem warst du denn? Ich bin im Labor. Ich bin aus dem Office rausgelaufen, direkt am Anfang. Ich war nie da. Okay, warte mal. Matteo, du lügst, du warst am Ende so, also kurz bevor Licht ausging, warst du an der Lifeline, Matteo. Ja, hätte ich mir auch gesagt. Und ich bin da auch mit dir gelaufen und dann bin ich weggelaufen. Ja. Ich mich selbst, das war doch am Anfang der Runde. Nee, das war vor Licht aus. Vor 20 Sekunden oder so. Wenn Mental Jester war, dann wäre er schon längst gestorben. Wenn ich Imposter wäre und Matteo Jester jetzt und ich kick den raus, dann spielt nie wieder mal was. Okay, also. Okay, let's go. Imposter niemals auf Matteo pushen. Ich glaube, das ist das, was wir uns am ehesten halten können. So, jetzt warte mal ganz kurz. Der zweite Kill, ich war im Specimen. Erster Kill waren die Kameras die ganze Zeit an. Du bist es nicht. Aber der zweite Kill lag doch auch im Admin und du warst im Specimen. Also du warst halt genau da. Ja, aber da waren mehr Leute bei. Ich kam von oben mit Timmit. Timmit weiß es noch. Ich wollte Blesk. Warum Timmit? Nee, es ist Matteo aus der ersten Runde mit Timmit schon. Ja, votet Matteo, komm. Ich bin's nicht. Habe den Jester raus. Ja, Matteo, vote einfach mich. Lass uns Matteo voten. Nein, ich vote. Doch, vote mich. Okay. Okay, bin gespannt. Ich raff das gar nicht. Ich bin gespannt. Ich denke, er hat nicht mich gewotet, ich hab sie sogar gehört. Und Blessed Imposter. Oh. Pfeife. Ich wollte die Votes ausgleichen, weil Timmit auf mich schießt. Sprich, wenn ich mich vote und Matteo mich votet, haben wir 3-3. Aber Timmit ist Jester. Oder? Timmit ist Jester und hat gar nicht auf mich gewotet. Ich bin ja eh nicht mehr fertig. Wie sollen die das machen? Ob. Ja. Blesk, wo bist du gerade? Vor Lights. Chantau, du bist vor Baso links rausgelaufen, ne? Ja, ich bin auf der Höhe von Communication von dem Mast. Ja, ja. Dann ist Baso Second Poster. Die hat gerade vor Lifeline gelaufen. Excuse me? Was bin ich, Partyball? Du bist gerade mir in Admin gecrossed, nachdem du vor Richtung Lifeline läufst hinter mir. Das geht gar nicht. Ich bin vor dir gelaufen in Office. Du läufst hinter mir. Du reportest. Das heißt, entweder du hast einen Kill gemacht und instant reported, wenn Vlesk wirklich vor Electrical steht. Ja, ja, Vlesk ist safe raus. Ja, ich bin. Nein, Chantau, wir kennen Vlesk. Der verkauft auch ganz gerne mal seine Kollegen. Also, ja, stimmt. Aber nach wie vor zwischen Baso und Vlesk. Wir könnten auch immer noch ein Lover-Couple drin haben. Dann könnten wir beide Imposter haben. Also, ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist. Ich bin übrigens Time Master. Ich habe schon 300 Mal versucht, an irgendwelchen Stellen zu stehen. Chantau, du hast mich da zum Beispiel auch schon gesehen. Wir standen ja oben links unter Electrical. Da habe ich versucht, Time Master Leute zu baiten, mich zu töten. Ja, und du standst auf dem Vent, ne? Aber genau, zwei Leute, also Timmit und Matteo haben mich gewotet. Das ist die aber ein Vote, jetzt pass auf, ein Vote war auf Timmit. Wer hat in der letzten Runde Timmit gewotet? Ich nicht. Ich nicht. Matteo gewotet. Ich habe Matteo gewotet. Und warum sollte jemand jemals Timmit voten?
Ich möchte auch hier, also bei der Anschuldigung, Patzi, weil eigentlich bin ich nicht so für Rollencallen, aber bei der Anschuldigung, das ist ja so frech, vielleicht habt ihr gemerkt, dass es immer ein Vote mehr gab. Das dürfte daran liegen, dass ich der Mayor bin. Ach so, ja. Und nicht der Imposter. Und ich kann euch das auch einfach zeigen, indem ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir skippen, so, keine Ahnung, kann ich irgendjemand voten, dann müssten dann zwei Votes auf den sein, ihr müsstet dreimal skippen. Warte mal, aber hast du das sein? Nee. Entweder das ist hier der Self-Report von Parzival oder Vlesk hat super sneaky hinter Parzival getötet. Ja, oder keine Ahnung. Also für mich, ich habe natürlich auch keiner von uns hat ein festes Alibi. Wir können tatsächlich skippen, aber ich denke ziemlich wahrscheinlich, dass es Parzival ist, weil Shintao sich das mit dem Spy und dem Erase nicht ausdenkt und wenn Linda jetzt den Major votet, dann ist es für mich relativ eindeutig. Dann ist ein 50-50 zwischen mir und Parzival gleich. Shintao, votest du? Ich hab nicht gewotet, Party. Aus meiner Sicht ist es ja mega offensichtlich. Ich hab doch nicht geskippt. Nee, du hast aber Party gewotet, was soll's. Ich hab gedacht, ihr drei skippt, ich vote Party, dann seht ihr die zwei Votes, aber nehmen wir mal. Ja, aber du wirst doch so geflogen. Das ist jetzt natürlich, ich habe den Button leider. Ich habe es mit dem Killcooler und dem Licht jetzt ist natürlich sehr unlucky. Lol. Ja, das Licht war ja aus. Warum habt ihr denn nicht. Ich habe gedacht, ihr drei skippt. Ich vote Parzi. Also drei Skips, zwei Votes. Nee, ich habe von Anfang an Parzi gecallt, weil aus meiner Sicht, wenn du. Also Shintao war für mich komplett raus wegen der ersten Runde. Und der hat ja quasi auf Matteo gecallt. Und wenn du die extra Votes hast, gibt's ja keine Möglichkeit für dich, das zu faken. Du bist Mayor, Barzo, du kannst es nicht sein. Was habt ihr da jetzt gemacht? Ja, aus unserer Sicht muss es dir jeweils, andere sein. Was wollte ich denn jetzt? Na, du wurdest Vlesk. Ja, du kannst. Ich bin ja Spy gewesen und wurde erased, Barzo. Ja, aber das kann und ich hab Matteo rausgekickt. Also ja, ich weiß, aber du hast tatsächlich deine Poster wegen verkauft. Du hast tatsächlich keine Möglichkeit, das zu. Du musst raten an der Stelle. Also erstmal, nee, sorry an Parzival, falls er mich gerade aus dem Jenseits noch hört. Sorry. Und zweitens, ich habe keine Ahnung, wen vote ich denn jetzt? Du wurdest jetzt Vlesk, weil ich als Spy erased wurde. Ja, du wurdest Vlesk. Vlesk hat Matteo rausgekickt. Oh Mann. Ja, du musst halt. Es ist eine sehr undankbare Situation. Ich weiß ich weiß es wirklich einfach nicht. Statt ja, aber Basu, das kann ich mir nicht ausdenken. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten gerade. Doch, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder, wir haben keinen Camouflage und wir haben keinen Morphling. Sprich, entweder ist der zweite Imposter durch ein Lover-Couple gestorben, oder ich bin's. Also entweder Shintao und wir hatten ein Lover-Couple drinne oder Eraser und ich bin's. Das sind die beiden Varianten. Wir haben anscheinend ein Lover-Couple drin gehabt und der zweite Imposter ist wahrscheinlich durch ein Lover-Dingens rausgeflogen. Nee, oder du hast halt wirklich Mäntel verkauft und der war ein Poster. Das ist ja der Punkt gerade. Ja, aber dann hätten die Votes haben ja keinen Sinn ergeben. Und Barzo kann es nicht faken. Sprich, ich weiß nicht, wieso wir da groß diskutieren müssen. Ja, vote jetzt Barzo. Go. Oh, aber ich traue mich nicht. Ich sehe schon wieder, dass ich die ganze Runde verliere. Ich hasse das. Nein, ich bin so eine ehrliche Haut. Das ist so schlimm. Shintao. Nein, du kannst, aus deiner Sicht ist es mega undankbar, weil einer von uns beiden muss gelogen haben und du hast nicht die Indizien, um rauszufinden, wer es wirklich ist. Ja, aber ich habe ja auch schon Mäntel vorhin beschuldigt, bei der Leiche, die erste Runde war. Ja, aber das haben wir beide gemacht. Ich check gar nicht, wer den Kill auf Timid wie gemacht hat. Sorry, falls ich die Runde verloren habe. Ich habe einfach kurz reingesnackt. Wirklich? Ja, Matteo, wir haben so viel. Gesehen. Ich bin einfach daneben gestanden, hab ich was gemacht und gewartet. Holy shit. Oh, knapp ist die Idee. Ich hab nicht die ganze Runde verloren. Ich hab jetzt 20 Minuten gebraucht, um zu verstehen, was du wolltest, Vlesk. Ja, ich wollte Matteo nicht verkaufen. Ich wusste, dass Tim mit mich votet und hab deswegen Matteo in der Runde schon gecallt. Matteo, vote mich, weil ich mich selbst gevotet habe, damit wir 3-3 haben. 3 Votes auf Matteo, 3 auf mir. Und ich so, Matteo, vote mich. Matteo, vote mich. Was macht Matteo? Er votet Tim mit. Hat nur 2 Votes und Pflicht raus. Nee, hat nichts geändert. Nee, war Mayer drin. Ich bin umgeflogen wegen Mayer. Ja, ich habe auch Matteo da gesagt. Hatte nichts geändert. Matteo hat ja 4 Votes. Nee, Matteo hatte. Doch, doch, es wäre sowieso. Du hättest es nicht aufgleichen können, weil ich der Mayer war und sowieso einmal mehr. Ja, du hast recht. Ich dachte, ihr habt natürlich voll recht. Aber Alter, wie hart verkauft mich Vlesk denn jetzt? Was soll das? Ja, weil ich wusste, Matteo, dass einer von uns beiden wird auf jeden Fall fliegen jetzt. Ich dachte, wir können auf Timid pushen für Self-Report. Hätten wir nicht geschafft. Das konntest du in dem Moment ja auch nicht wissen, dass der Mayer da ein Vote sowieso mehr gibt. Aber dass du erst in der letzten Runde sagst, du Mayer bist, ist ja auch schon risky. Naja, deswegen, ich hab's richtig geheim gehalten.
Ja, aber am Ende hast du... Vorher nie gewotet? Hast du vorher nie gewotet? Also doch, ich hab geskippt doch, und dann habe ich Matteo gewotet. Ah, noch krass. Was ich aber super fand, Lesk hat in den letzten drei Runden dreimal eine neue Story gehabt. In der ersten Runde, aber ich war Electric. In der zweiten war es, oder dann direkt danach war es so, naja, jetzt ist es ja ein 50-50 zwischen Pazzi und mir. Ich flieg. Pazzi, es tut dir leid. Wie geil der Eraser-Imposter einfach den Spy rausnehmen kann. Ja, aber ich habe die ersten 50% dieser Runde geschwitzt, weil ich dachte, ich habe meinen Imposter-Kollegen erased. Wisst ihr noch? Jetzt pass auf. Ich dachte, Chantau hat das so gut gespielt. Chantau hat das so insane gespielt. Ich dachte, Matteo ist der Spy. Und Chantau ist der Imposter. Und ich dachte, ich habe aus Versehen meinen Imposter-Kollegen weggerased und so übel geschwitzt. Geht das die ganze Zeit? Was ich dann gemacht habe, Matteo, ich habe dich erased und wollte gucken, ob es funktioniert, aber das geht nicht. Also, man kann den Button drücken, aber es passiert danach einfach nichts. Und dann habe ich gebammelt, dass ich einfach beide Imposter erase und dann alleine da stehe. Es hat funktioniert. Du hast mich erased. Ich war Camouflage und war danach nur noch normaler Imposter. Au! Oh! Ich dachte so, geil, Mann. Lesk hat mir vertraut. Und er hat Chantau erased. Und dann gucke ich selber und denke so, hä, warum kann ich nicht mehr? Das war ja voll die Ultimate-Imposter-Runde da. Oh, Mann. Aber der Engineer ist auch blau, oder? Lass ihn starten, bevor die Lobby stirbt. Der Van ist auch blau, wenn der Engineer dann ist. Ja, okay. Ich wünsche euch viel Spaß. Spy ist quasi der Imposter. Ich war's. Und ich bin Crewmate. So. Und allen 15 Millionen Rollen. Bin ich natürlich jetzt Crewmate geworden. Flesquill der Werkzeugbär. Flesquill der Werkzeugbär. Was haben wir denn hier? Machen wir direkt mal die Kommentare skippen, oder? Piep, 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 piep. Passt. Oh. Guten Abend zusammen. Direkt Camouflage an. Sehr wild. Zumindest hier. Da ist ein Gentau. Fleskai. Aber Timmit ist bei mir. Donau und Pazzi sind hinter mir. Shorty und wer war das? Donau wahrscheinlich? Schwarz? Und Pazzi. Ich dachte, wir spielen zuerst Polus. Polus, nee. Also lass uns mal Shorty sprechen, da muss ich euch aber was sagen. Ja, erzähl. Vaso liegt tatsächlich direkt vor Vitals. Oh, dann muss es Jan gewesen sein. Vor Vitals? Alles gut, ich rede dir erstmal. Oh, krass. Okay. Hast du sonst was zu erzählen, sonst möchte ich Matthäus. Nee, ich kam da gerade hin und hinter mir war Dona, also. Okay, Matteo. Yep. Okay, also pass auf, ich bin ja das Child, ne? Und ich bin am Anfang direkt losgelaufen, bin auf die Treppe und bin auf der Treppe stuck. Aber ich bin jetzt in den Wänden. Ich bin in den Wänden gefangen. Das heißt, ich laufe in den Zwischenwänden jetzt überall lang. Nee, jetzt nicht mehr. Du wirst jetzt gleich wieder irgendwo anders gespawnt. Genau. Das heißt, wenn ihr Child werdet, benutzt nicht die Treppe. Ihr seid sonst gefangen in den Wänden. Okay. Okay, also das war's. Die Treppe oder die Leiter? Die Leiter von Main, also von der Mitte, runter zu Electric habe ich genommen. Okay. Dann habe ich auch was zu erzählen. Und zwar, man könnte jetzt denken, ich habe kein Alibi, weil ich die ganze Runde alleine rumgelaufen bin. Aber ich kann einen Beweis sagen, dass ich an den Kameras war. Und zwar habe ich gesehen, alle waren noch grau, dann wurden sie wieder normal. Und ich habe in den Raum oben reingeguckt mit den Aktenordnern. Da war Vlesk, Dona und noch eine Person. Pazzi und Chantau waren da auch. Ich war auch noch da. Ich habe nur drei. In dem Moment, als ihr schwarz zu grau geworden seid, also von grau zu normal geworden seid, habe ich nur drei gesehen. Es war Dona, Vlesk und irgendeine Person. Shorty ist später gekommen. Also ja, auf jeden Fall, ich war alleine unten bei der Kamera, ich war alleine in der Küche, ich war alleine beim Mülleimer, also ich war wirklich alleine die ganze Zeit. Also für den Kill kommen eigentlich nur Jan und Timmit in Frage, weil Shorty und Chantau waren, also die waren noch da in dem Raum, ich glaube Blesk auch. Wir sind halt runtergegangen und da war schon die Leiche. Es muss irgendjemand sein, der eben nicht mit uns da runtergelaufen ist. Ja, aber ich habe Handtücher gesammelt, sehr lange. Ja. Dann bin ich aus Versehen da nach rechts gegangen, da wo man die Handtücher einsammelt, da geht es aber nicht weiter, steht man auf so einem Balkon.
Da habe ich Timid gesehen, wie er in Timid von mir irgendwie so eine Task gefaked hat. Aha. Alleine. Aha. Ich würde auch gerne Timid lassen. Der ist vor mir, der ist vor mir in Cargo Bay gelaufen. Ich bin in Metal rein, der ist nirgends in Cargo Bay gewesen gerade und ich habe gerade diesen Reveal Code gemacht, Freunde. Ich bin links auf dieser Plattform. Natürlich ist er nicht mehr vorbeigelaufen. Er ist weit rechts. Also wenn er da war, kann schon sein, dass irgendwer anders lügt. Aber Timid ist natürlich sus, weil der ist unten lang gelaufen. Dona, Parzi, was mach ich denn hier? Dona und Parzi und Shorty waren ja zusammen. Und Chantau ist nicht nach unten weg. Der wäre dann nur sehr schwer so schnell hingekommen, denke ich. Ich hätte noch Download gemacht, aber... Ein 43. Oh, er komplett übers Ziel hinaus. Ah, es ist ein Meeting Room. Donau über mir. Hm. Donau ungefähr schon 1000 bei mir tatsächlich. Unge und Dona gehen Richtung Main. Chantau war auch noch hier. Jetzt muss ich hier einmal komplett aus dem Rum, oder was? Nee. Ach, da war ja sogar offen hier. Hey! Niemand gestorben. Download nicht mehr durchbekommen. Aber wenn Timid da oben gewesen wäre bei dem Reveal-Code, der hätte nie so lange gebraucht, weil der ist sofort runtergelaufen, nachdem ich bei der Toilette war. Der hätte doch nie so lange gebraucht. Und der wäre doch an mir vorbeigelaufen dann. Zusammen mit Dona und Parzi. Aber er ist nicht mehr hier. Weiß ist tot. Matteo Stein Lifeline. Kann es sein, dass der Kollege am Wenden war? Hi. Oh, hi. Passieren so wenig Kills, dass ich schon jetzt irgendwie das denke, dass Mantle nicht nur in der Wand gebackt ist, sondern auch, dass der vielleicht ein Imposter ist. Oh, oh. Aber Timid, fang du erstmal an. So. Ich war gerade Lifeline mit Blesk. Da war noch kein Kill. So, dann bin ich nach links gelaufen. Jan steht in den Camps. Und in Armory hinter der verschlossenen Tür liegt Jody. Okay. Also, dass Timid selbst reportet, ist ein bisschen wunderlich für mich, weil ich war mit Timid und Shorty war ich am Außendeck und Shorty hat diese Handy-Empfangstask gemacht. Ja, dann kam Timid dazu. Genau. Und Shorty und ich haben nochmal gecheckt, ob Timid die faked. Timid war wirklich sehr schnell fertig. Ich hätte perfekt, ja. Das war am Anfang der Runde, aber da war ich auch. Genau. Ja, Chantau war auch da, stimmt, ja. Und ich hatte dann den Verdacht, dass Timid dachte, Shorty hat ihn entlarvt bei einer Task-Faking und hat deswegen Shorty getötet. Oh, ja. Smart. Aber warum, smart. Timid, warum bist du bei Lights Out? Du warst mit mir im Medical in Life. Ja, ich hab ein bisschen Angst vor dir. Bei Lights Out bist du nicht zum Stromkasten, sondern bist nach unten durchleckt, durch Security Kitchen und dann Armory? Ich wollte nicht mit dir laufen, das stimmt, ja. Warum nicht? Also, seit wann ich hab Angst vor dir. Weiß ich nicht. Also ich kann... Du bist mit mir gelaufen, Licht ist ausgegangen. Ich kann nur sagen, dass den Kill Dona nicht gemacht haben kann, aber ich kann sie nicht ausschließen als Imposter, weil nur ein Kill gefallen ist. Aber Dona ist mir hinterhergelaufen und ich hatte Angst. Aber es ist nicht passiert. Jan war wahrscheinlich in Camps. Als das Licht an war, ich habe auch vor dir Angst, Simon. Ich war in Camps. Hast du schon Town mit den beiden grauen Blobs im Vault gesehen? Flask Kill, der Werkzeug B3. Ja, er hat seinen Rubin gerubbelt. Ui. Vor dir? Vor dir jetzt? Also, also voten wir Timid oder was? Es war mir ein bisschen Ja, Lust. Oh, Patz hat sich weggedreht. Patz hat sich gewotet, Timid. Ich hab Jan nicht einmal beschuldigt. Also Jan sagt, Beweislage ist zu dürftig für Timid. Es gibt mal bitte. Nee, wir voten da nicht Timid. Ah, schade, Timid, schade. Ich glaube, ich flieg wirklich, aber. Die Crew hat gewotet. Du fliegst nicht. Boah. Ich sag dir, warum du nicht fliegst. Weil ich Mayor bin. Nein, du fliegst nicht, weil.
du Imposter bist und die Imposter dich drauf. Oh, ja. Oh, das ist es. Ja. Ja. Ich bin ja auch nicht mit drauf. Zusammen mit 4 anderen Leuten. Er ist schon sehr sus, ne? Auch für den ersten Kill. Auch für den ersten Kill war er schon sehr verdächtig, der gute Junge. Die Frage ist, wer dann Nummer 2 sein könnte. Also es sind ja nur... Okay, ist gefallen. Für den ersten. Sein Movement für den zweiten ist natürlich trotzdem mega weird. Er kam von da und läuft dann während Lightstart wieder komplett zurück. Warum? Why? Why, why, why? Bei Kitchen. Jetzt im Gap Room ein paar Leute. Security kann jetzt einen Kill fallen wahrscheinlich. Jemand benutzt Leiter, der weiß nicht. Nee. Baustil vor der Kette. Oh. Da haben wir jemanden. Und das ist. Jan und Matteo. Oh, da reporte ich ja schon wieder. Ja, ich weiß auch, wo die Leiche liegt, in Cargo. Ja. Ich habe nämlich in der Kamera gesehen, dass sie in Cargo liegt. Dann bin ich nochmal zu Lifeline gelaufen. Da habe ich gesehen, dass Grün auch noch tot ist. Und wollte gerade rein, aber die Tür war zu wegen Karte und ja. Okay. Timmit, hast du noch so auch Informationen, außer dass sie in Cargo liegt? Nein. Und schon wieder eine Leiche gefunden hast. Timmit. Okay, ich habe eine kurze Frage, wenn du keine Informationen hast. Und zwar an Vlesk, der die Lobby eröffnet hat. Vlesk, hast du diese Eraser-Rolle an? Ja, klar. Ah, die funktioniert? Keine Ahnung. Oh, ich glaube, die funktioniert. Ich bin Crewmate, weil ich war von Anfang an Crewmate. Du hast Eraser das? Ich hatte nie eine Rolle. Ich habe meine Rolle verloren. Also ich hatte eine Rolle und die habe ich verloren. Also der Eraser hat mich erased. Okay, dann kann der Eraser sich ja melden. Ja, das ist gut, aber wir haben nur 18 Sekunden, wir müssen jemanden kicken. Also Tim ist nach wie vor so der Hauptverdächtige, würde ich behaupten. Dann haben sich noch keine Imposter übrigens gegenseitig getötet, wenn das stimmt. Pass auf, ich sag euch was. Dann kann es aber auch Eraser sein, wenn er das erased hat. Ja, ja. Also ich bin Crewmate. Was warst du denn, Junge? Was ich war, das kann ich nicht sagen, aber... Okay. Wie? Es kann mich eigentlich nur eine Person erased haben, und zwar Vlesk. Ich bin niemandem begegnet außer Vlesk. Aber Vlesk sagt, dass er Crewmate ist? Ja, das Problem ist, ich weiß... Nee. Doch, du verlierst deine Rolle. Du verlierst deine Rolle nach dem nächsten Meeting. Ja, ja. Und du hast mich vor 2 Runden getroffen und dann habe ich verloren. Das kann ich nicht. Okay, wenn ich jetzt fliege... Ich habe Vlesk mit Simon in der Runde davor gesehen und ich war ganz oft mit Simon und ich habe niemanden anderen gesehen. Jetzt sind wir noch ein paar... Dann würde ich fast glauben, dass er gerade Unsinn labert, weil er weiß nicht mehr, wer vor 2 Runden durch ihn durchgelaufen ist. Und ich war es definitiv. Kann sein, dass ich durchgelaufen bin. Ihr wart aber Dona hat doch gerade bestätigt, aber ist es nicht dass gerade sie komplett auch bei Leute? Naja, es ist egal, wir brauchen Informationen. Ja, also ich bin kein Imposter und ich weiß nicht, ob Blesk Imposter ist, aber ich bin Crewmate. Okay, nee. Du bist einfach nur normal Crewmate. Ja, ja, seit Anfang an. Pass mal, was bist du? Ich bin Crewmate. Oh, alle sind Crewmates? Das geht nicht, das geht nicht. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Nein, Timmit. Scheiße, aber wenn Chantau so auf Timmit schießt, dass er Ja, ich werde jetzt Parseval voten. Nein, Parseval habe ich noch gesehen. Ja, ich habe jetzt Parseval gewotet. Oh, krass. Okay, ich habe Parseval gewotet. Ja, Vlesk ist also Jester? Ja, wahrscheinlich. Schade. Aber egal, GG. Schade. Was? Hä? Welche 3 Leute? Einfach nur ein großes Fragezeichen über meinem Kopf. Da waren Leute dabei, die waren so sus. So unglaublich sus. Timmit zum Beispiel. Es kann sein, dass Timmit nichts ist. Ja, da gesagt Crewmate. Und das ist schon ein ballsy Call. Dass man als Imposter Crewmate callen würde, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher nicht. Also deswegen würde ich ihm sogar eher glauben. Aber ich habe ihn halt gewotet, ne? Dann hätte ich Party voten sollen.
Ja. Wer hätten Parsi voten sollen? Ja, ich hab sogar gesagt, ich vote Parsi. Ja, weil ich hab auch Parsi gewotet. Ja, nachdem ihr mich 60 Sekunden lang sasst, weil ich kurz mal an dir vorbeigelaufen bin, dann in der Rolle weg war. Nee, also, ich hab dich überzeugen, dass du der Einzige hätte sein können, der ihn Ja, aber ich hab wirklich nur, ich hab tatsächlich nur Vlesk halt wahrgenommen. Aber ich wusste, dass Dona mir die Rolle nicht geklaut hat, weil ich war mit Dona verliebt. Deswegen wollte ich auch nicht sagen, was für eine Rolle ich hatte. Ich war Lover mit Dona. Und ich habe meine Lover-Rolle verloren. Da dachte ich, okay, jetzt wird Dona mich wahrscheinlich... Pass mal auf, wenn du das gesagt hättest, dann hätte ich dir beiden ja sofort geglaubt und dann hätten wir gegen irgendwen anders schießen können. Weil dann hätten wir ja gewusst, dass ihr auf jeden Fall Crewmates seid. Ich habe ja noch gesagt, dass ich Parsi vote, weil der Dritte, der dann sagt, ich bin Crew, das habe ich nicht mehr geglaubt.